Moin Leute und ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ein kleines, ganz kurzes, kleines Zwischenfazit nach 7 Spielen in der Fußball-Bundesliga. Ich werde die Mannschaften benoten, völlig subjektiv, aber so ungefähr anhand dessen, wie enttäuscht ich von den Mannschaften bin oder was hatte man vorher für Erwartungen, was konnte man in diese Mannschaften reinsetzen, was ist bislang rausgekommen, haben sich irgendwie die Trainerwechsel oder sowas gelohnt. Also was will ich jetzt ganz kurz beleuchten, wirklich nur zu jeder Mannschaft so ein, zwei Sätze, um das ja ein bisschen zu überbrücken, dass jetzt wieder Länderspielpause ist, gefühlt jetzt sowieso alle 3 Spieltage, dann ist wieder Pause. Das möchte ich nicht bewerten, aber gut. Ich habe jetzt auch keine Länderspielprognosen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die Gegner von Deutschland bei FIFA gegeben hätte oder ob ich das auf PES hätte machen müssen. Aber gut, erstmal muss man sich PES angucken. Wie sieht das jetzt aus? Und auf der anderen Seite, ja, Nationalmannschaft. Da ist bei mir sowieso aktuell nochmal zusätzlich die Luft raus. Könnt ihr hoffentlich verstehen. Und wenn nicht, dann respektiert das zumindest hoffentlich. Aber gut, wir legen los. Ich gehe von unten nach oben, von Platz 18 zu Platz 1 und bewerte das dann ganz kurz, sag was dazu. Greuther Fürth, ein Punkt, Platz 18. Viel hat man nicht erwartet von Greuther Fürth. Ich bin dennoch etwas davon enttäuscht, was Fürth bislang abgeliefert hat. Das war nämlich nicht so viel. Ein Punkt zu Hause gegen Bielefeld geholt. Also man hat nicht viel erwartet, aber dennoch ist man da schon eher enttäuscht. Ich gebe deswegen eine 4-. Also ich gehe jetzt hier im Schulnotensystem eine 4-. Gibt das, weil es so viel konnte man nicht von Fürth erwarten, aber es ist schon grenzwertig. Dann Bochum, den Sieg am 2. Spieltag gegen Mainz, den hätte man so durchaus nicht erwarten können, nachdem Mainz auch so gut gestartet war, aber jetzt sind es am Ende ja 4 Punkte. Sie sind unten komplett mit dabei, dürfen aber halt jetzt nach 5 Spielen in Folge ohne einen Sieg da nicht in so eine Spirale reinkommen, dass sie sich dann irgendwann da nicht mehr daraus befreien können. Bochum kriegt von mir eine 4+, weil ich da auch noch ein bisschen mehr Ansätze sehe, aber richtig überzeugend ist das bislang von Bochum auch nicht. Dann Arminia Bielefeld, da können wir es auch relativ schnell machen, 4 Punkte, 3 Tore geschossen, ziemlich von Leverkusen zuletzt abgeledert worden, abgeledert, sagt man das so? Nee, abgeledert ist eigentlich, wenn man schlecht über jemanden spricht. Egal, es war auf jeden Fall von Bielefeld bislang auch noch nicht so stark. Gibt auch eine 4+. Ich bin hier gerade sehr im ausreichenden Bereich, weil ich da nicht so, da möchte ich nicht so hart sein bei Fürth, Bochum, Bielefeld, bei diesen Mannschaften. Da war es ja schon relativ klar, dass es nicht so richtig gut aussehen wird. Platz 15 ist der FC Augsburg. Boah, und da muss ich tatsächlich, glaube ich, sagen, da gebe ich meine 5. Es könnte eigentlich auch eine 5+ sein, weil man hat nicht so ultra viel von Augsburg erwarten können vor der Saison, aber dachte jetzt, okay, mit Markus Weinziel, das wird vielleicht nochmal was oder nochmal neu was. Die haben jetzt auch 3 Tore nach 7 Spielen. Spielerisch ist das auch alles andere als zufriedenstellend. Einmal gewonnen gegen Gladbach und das war auch wirklich nur so lala. Ich gebe jetzt trotzdem eine 5+, weil ich fand, es war jetzt gegen Dortmund gar nicht so schlecht, aber Augsburg, dafür, dass sie eigentlich wirklich einen vernünftigen Kader haben, kommt aktuell zu wenig raus. Das ist jetzt nicht böse an die Augsburger gemeint, aber ich finde, so wie sie da jetzt stehen mit dem Fußball, kann man damit nicht zufrieden sein. Jetzt die Hertha. Puh, die Hertha auf Platz 14, das ist, ja, gibt eine 5-. Eigentlich, ja, man hat nicht erwartet, dass sie irgendwie europäisch direkt angreifen, aber es ist jetzt wieder wirklich genauso schlecht wie letzte Saison. Und da Pal Dardai die Spielidee ja über eine stabile Defensive kommen, was heißt das? Das ist, die Hertha hat überhaupt keine spielerische Identität mehr. Der Pal Dardai-Fußball funktioniert, wenn es nur darum geht, mit einer begrenzter Qualität im Kader den Klassenerhalt zu schaffen, aber die Qualität im Kader, es ist jetzt kein Champions-League-Kader und vielleicht auch kein Europa-League-Kader, aber eine Mannschaft, die Conference League, also um den 7., 8. Platz müssten sie mitspielen. Ja, es ist noch relativ eng, es sind erst 7 Spiele, aber gegen wen hat Hertha gewonnen? In Bochum und das auch nur mit einer extrem hohen Effizienz. Ja, es fragt am Ende keiner,
wie die Punkte geholt wurden. Aber das war wirklich mau dann gegen Fürth mit einem Eigentor, da war Ekelenkamp. Ja, also die Hertha mehr als eine 5 minus kann es nicht sein. Es ist wirklich mangelhaft. Dann die Niederlage gegen Freiburg, okay, kann passieren. 6-0 in Leipzig verloren, 5-0 in München verloren. Das ist einfach nicht mehr als eine 5 minus. Frankfurt, ja, Frankfurt ist sehr, sehr durchwachsen. Da hätte ich nach 6 Spielen wahrscheinlich auch eine 4 oder eine 4 minus gegeben. Aber durch das Spiel jetzt in München, dass man jetzt auch wieder nicht zu hoch hängen sollte, aber es zeigt was und kann wieder eine Tendenz geben, gebe ich Frankfurt eine 3 minus. Ja, es könnte vielleicht auch eine 3 sein durch die jüngsten Ereignisse oder vielleicht fast sogar eine 3 plus. Kommt dann immer darauf an, welche Perspektive setzt man jetzt an. Frankfurt hat erst einmal verloren, erst einmal gewonnen. Also 5-mal unentschieden gespielt. Was nimmt man davon jetzt? Glas halb leer, halb voll. Ich sehe es halt 3 minus. Im Prinzip, 3 minus ist fast sogar ein bisschen zu hart. Ich glaube, ich gebe doch jetzt noch eine 3. Eine glatte 3 ohne 3 minus macht am Ende sowieso keinen Unterschied. Aber ich gebe eine glatte 3 für Frankfurt, weil das in München, das hat wieder gezeigt, was Frankfurt so machen kann oder was möglich ist bei Frankfurt. Und vor allem unterstreicht es, die Eintracht ist super schwer zu schlagen. Wie gesagt, eine Niederlage erst nach 7 Spielen. Das ist ein extrem guter Wert. Dann in München gewonnen. Das Potenzial ist da. Trainerwechsel, sowieso dann nochmal ein Umschwung. Kaderunruhen am Anfang der Saison. Wenn sich Frankfurt jetzt einpendelt, kann es wieder besser laufen oder wird es auch besser laufen. Von daher, ich gebe jetzt erstmal eine glatte 3. 3 minus wäre ein bisschen zu hart gewesen. Gehen wir dann über zum VfB Stuttgart. Jetzt auch jüngst gegen Hoffenheim wieder eher positiv geworden. Sehr durchwachsen zwar auch beim VfB Stuttgart, aber eben auch durch Verletzungspech und so weiter und so fort beeinflusst. Der VfB Stuttgart bekommt von mir ebenfalls eine glatte 3. Das ist jetzt nicht alles nicht überragend und nicht toll, aber sie heben sich doch nochmal ab von der Truppe oder von der Suppe, besser gesagt, von der Gruppe, die sich da unten so die da so rumkrepelt, sag ich mal. Von daher, Stuttgart kriegt eine 3. Silas kommt jetzt wieder, Kalajdzic kommt hoffentlich auch irgendwann mal wieder. Und dann ist das, was der VfB macht, eigentlich ganz in Ordnung. Man darf auch nicht vergessen, dass sie Kobel verloren haben im Tor. Müller macht das gut, keine Frage, aber Kobel war letzte Saison natürlich einfach, das war ein Statement. Dann kommen wir zu Hoffenheim, wieder sehr, sehr durchwachsen. Mal nach oben, mal nach unten, richtig heftige Ausschläge. Gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Stuttgart verloren, in Augsburg gewonnen. Aber dann auch wieder, ich glaube, zu Hause gegen Mainz verloren. Also in Anbetracht natürlich auch dessen, Mainz macht es gut, ja, keine Frage. Dann in Dortmund haben sie mir gut gefallen, in Bielefeld, das war wieder, naja. Also Hoffenheim kriegt von mir noch gerade so eine 3 minus, weil sie eben tabellarisch auch vernünftig dastehen. Ja, aber es ist 100% zufrieden kann man mit Hoffenheim natürlich nicht sein. Als Hoffenheim-Fan jedenfalls. Dann Borussia Mönchengladbach hat jetzt, ja, in den letzten beiden Spielen möglicherweise vor der Länderspielpause dann doch nochmal rumgerissen. 3 Siege aus den letzten 4 Spielen, zwischendurch diese unglückliche Niederlage in Augsburg. Dann gegen Dortmund eben gewonnen, auch da ja, sich dann vor allem auch kämpferisch von der kämpferischen Seite gezeigt und gegen Wolfsburg war es dann auch ja spielerisch überzeugend, aber man sieht auf jeden Fall, wo es hingehen kann bei Gladbach und eben gegen Dortmund und Wolfsburg zu gewinnen, das ist dann schon in Ordnung. Der Anfang der Saison durch das Unentschieden gegen München. Aber danach ging es dann halt so ein bisschen bergab. Man kann aus Gladbacher Sicht mit Tabellenplatz 10 erstmal so auf dem Papier nicht zufrieden sein, aber so wie es jetzt zuletzt lief, bin ich auch da und sag Gladbach, neuer Trainer, positiver Trend, gebe ich erstmal eine vorsichtige 3+. Mainz. Die haben jetzt den ein oder anderen Tabellenplatz zuletzt verloren durch die Heimniederlage gegen Union und die Niederlage in Leverkusen. Aber trotzdem spielt Mainz eine ordentliche, eine vernünftige Saison, defensiv sehr stabil. 5 Gegentore nach 7 Spielen. Das ist mit
dem SC Freiburg, wo wir gleich noch dazu kommen, die beste Defensive und sehr stabil. Ja, Mainz hatte sowieso in der Rückrunde einen sehr guten Aufwärtstrend, aber man konnte nicht unbedingt damit rechnen, dass es so gut weiterläuft. Deswegen, trotz der etwas schlechteren Spiele zuletzt, zumindest mit einem schlechteren Ausgang, kriegt Mainz von mir noch eine 2-, weil sie da auf Platz 9 bislang gut dastehen und auch ja Potenzial einfach in der Truppe zeigen, dass sie in dieser Saison vermutlich, ja, wir sind immer noch beim 7. Spieltag, denkt das immer dazu, immer noch irgendwie unten reinrutschen können, aber das ist bislang zumindest relativ unwahrscheinlich. Ja, RB Leipzig, durchwachsen, sehr, sehr durchwachsen. Gegen Bochum, ja, vor allem die Chancen nicht genutzt, am Ende dann souverän 3-0 gewonnen, vorher 6-0 gegen die Hertha, also auch da haben wir jetzt mittlerweile tatsächlich einen positiven Trend. Saisonanfang war holprig mit der Niederlage in Mainz, zwar dann gegen Stuttgart gewonnen, aber in Wolfsburg verloren und gegen München 4-1 verloren. Ja, also Leipzig kann noch nicht zufrieden sein, werden sie auch noch nicht sein. Gibt von mir jetzt erstmal, ja, trotz zuletzt des positiven Trends nur eine 3-, weil man da auch wiederum schauen muss, wie wird sich das entwickeln in den nächsten Wochen. Ja, also man kann jetzt irgendwie nicht aktuell eine Note geben und sagen, muss man schauen, wie sich das entwickelt, aber vom Gefühl her ist Leipzig aktuell eher eine 3-, auch das, nee, 3-, das ist wieder zu schlecht. Ich gebe eine glatte 3, weil man wieder bedenken muss, welche Vorzeichen und Umwälzungen es gab. Leipzig, glatte 3. Union Berlin, wieder sehr positiv, gibt von mir eine glatte 2. Die machen wirklich ihr Ding und eigentlich, ja, man hat sich schon fast daran gewöhnt, wie souverän Union ist, aber das ist erst seit, ja, will man sagen, schon eine etablierte Bundesligamannschaft. Aber der Job, den Union macht, das ist, muss man einfach sagen. Und ob man den Verein jetzt kultet oder kritisch sieht, was da gemacht wird, darum soll es gar nicht gehen. Aber sportlich gesehen ist Union Berlin einfach beeindruckend. Und wenn sie letzte Saison nicht schon so überzeugt hätten, dann könnte man ihnen jetzt wahrscheinlich eine 1- oder sowas geben. Ich gebe ihnen jetzt eine glatte 2. Union macht das aber richtig gut. Dann kommen wir zum ersten FC Köln. Überrascht fast noch positiver. Also gibt auf jeden Fall eine 2. Und ich würde sogar tatsächlich eine 2+ geben. Köln unter Baumgart wie ausgewechselt. Was für ein Fußball, wie stark sie teilweise spielen, wie viele Chancen sie kreieren. Einfach Hut ab vor dieser Entwicklung vom ersten FC Köln. Das ist eine Mannschaft, die gute Einzelspiele hat, aber so in Kombination halt auch erstmal zusammenfinden müssen. Und dafür ist es wirklich gut. Ich kann jetzt nach 7 Spielen sagen, das ist eine sehr oder eine gute bis sehr gute Saison. Deswegen gibt es die 2+. Erstmal 12 Punkte nach 7 Spielen. Beeindruckend. Und es schaut sich halt auch gut an. Dann kommen wir zum VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 5. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Eine Weile lang, oder eine kurze Weile sogar, Tabellenführer gewesen. Aber dann bisschen abgefallen, so spielerisch überzeugend waren sie auch in den seltensten Fällen. Trotzdem muss man Wolfsburg auch zugute halten. Neuer Trainer, hier und da auf Position sich neu aufgestellt. Dann fehlt Xaver Schlager, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Von daher gibt's noch eine 2-, auch wenn der Trend zuletzt ein bisschen negativ ist. Trotzdem kann man, glaube ich, auf Wolfsburg relativ positiv blicken. Und man muss auch sagen, bislang hat Weghorst doch gar nicht so eingeschlagen, wie man das eigentlich so erwartet oder zugeschlagen. Und von daher, ja, 2- für Wolfsburg. In Anbetracht der Lage ist das so dann zu bewerten. Mit Schlager wäre es jetzt sicherlich
in der Note, wenn das Ergebnis jetzt mit 13 Punkten rausgekommen wäre, schlechter gewesen, aber eben Schlager fehlt. Ja, andere Mannschaften haben auch verletzt und so, aber Schlager bei Wolfsburg ist wirklich speziell. Dann kommen wir zum SC Freiburg und ich glaube, hier kann ich tatsächlich das erste Mal eine 1 vergeben. Ich gebe eine 1 minus, ja, weil perfekt oder besser und toller geht's immer. Aber 15 Punkte nach 7 Spielen, wieder zu Hause mal Dortmund geschlagen. Das ist beeindruckend, noch ungeschlagen in dieser Saison. Das ist eine 1 minus und das ist wirklich, es schrappt ganz haarscharf in der glatten 1 vorbei. Kommen wir zum BVB, Tabellenplatz 3. Ist okay, also ist vollkommen in Ordnung. Eigentlich genau das, was man erwartet hat. Also so erste, zweiter, dritter, ein Punkt hinter Platz 1. Ich hätte jetzt eine 1 für Dortmund gegeben, wenn sie eben ja Erster gewesen wären oder halt noch ein bisschen weiter oben dran. So ist es jetzt für Dortmund eine 2, weil es auch ein bisschen das ist, was man erwartet auf Tabellenplatz 3, kurz hinter der Spitze. Aber trotzdem, das muss man auch erstmal wieder abrufen unter Marco Rose. Auch erstmal sich wieder neu zu finden, gibt eine glatte 2. Bayer 04 Leverkusen auf Tabellenplatz 2 bekommt von mir sogar eine 2+. Ja, auch von Leverkusen kann man eigentlich immer was erwarten. Aktuell vor allem Patrick Schick und Florian Wirtz sehr überzeugt. Auch da neuer Trainer, neue Rollen. Muss man schauen, wie funktioniert das so im Großen und Ganzen. Aber Leverkusen macht es wirklich gut, gibt eben eine 2+. Auch knapp an der 1 vorbei, aber Leverkusen auf jeden Fall bis dato sehr überzeugend. Und die Bayern auf Platz 1. Es ist jetzt nicht die perfekte Bayern-Saison, aber auch wieder sehr gut. Im Prinzip das, was man erwartet. Jetzt gegen Frankfurt hätten sie zumindest nicht verlieren müssen. Kriegen von mir eine glatte 2. Also, ja, normalerweise müsste man jeder Mannschaft, die auf Platz 1 steht, eine 1 geben. Aber gut, Bayern hat eben diese Sonderrolle. Aber trotzdem, vollkommen gute Saison. Auch da neuer Trainer. Und da darf man sich dann nicht groß beschweren. Gut, das soll es dann gewesen sein mit diesem Video. Ist jetzt doch wieder eine ganz schöne Weile lang geworden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen unterhalten oder ihr habt es nebenbei einfach beim Zocken angehabt. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann in Kürze wieder mit einer Prognose. Bleibt auf jeden Fall fit und gesund. Danke für eure Aufmerksamkeit und adios.